So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Ich habe den Dommer dabei. Servus. Und wir gucken uns an Death and Hawks gegen UR Delver. Ja. UR Delver hier schon ohne den guten Dreadnought Arcanisten. Ja, dafür mit Magmatic Chandler. Einfach mal zum Probieren. Ja, stimmt. Magmatic Chandler. Auf der anderen Seite Death and Hawks mit Basri als Erneuerung aus dem M21. Wenn man das Erneuerung nennen kann aus M21. Ja, stimmt, das ist nicht so alt. Nee, ist schon okay. Und ja, vom Matchup her bin ich mir relativ unsicher, einfach aus dem Grund heraus, weil beides halt irgendwie doch sehr portzentrierte, leicht Removal Interaktionsdecks sind. Ja. Vor allen Dingen, ich bin mir da halt jetzt sehr, sehr unsicher ohne den Dreadnought Arcanist. Ja, Dreadnought Arcanist wäre auf jeden Fall Stace in der Hand für die Wahl. Ja. Dreadnought Arcanist wäre es auf jeden Fall immer eine Hausnummer gewesen, sowas kaputt zu machen. Und zwar gerade ja. So ein Deck. Allein Bolt, Angriff, Bolt. Aber hier jetzt in dem Matchup wird es halt, glaube ich, sehr interessant. Deswegen mal gucken. Ja, es war halt auch so der Versuch, bevor jetzt die aktuellen Listen aufkamen, war halt, glaube ich, an dem Wochenende nach dem Bann sogar. Alte Gameplays, tut uns leid. Aktuell ist halt nicht so mit jede Woche treffen und FNM spielen und so. Ja, aktuell funktioniert das nicht so ganz. Nee. Steffen spielt, they see me rolling, so am Bildesrand. Ja, they see me rolling. Und ja, Dazen war dort, ne? Ja. Er muss halt weg. Ja, weil es zu gut tatsächlich. Die macht so viel. Hand her, es ist ein Sword of Sinnen and Steel, eine Flicker with ein Swords, Path. Auf der anderen Seite habe ich auf jeden Fall schon einen Bolt, Ponder und einen Pyro gesehen. Mhm. Das ist auch ziemlich gut gegen Texas. Ja, der Pyro macht halt auch. Da ist sogar noch eine Force of Virtue auf der Hand. Auch eine ziemlich coole Karte. Ah ja, das ist ja für Death and Hawks eigentlich die Karte. Die Center-Karte, seitdem ist das Deck ein Deck. Ist da auch eine Stoneforge bei? Ja, da ist auch eine Stoneforge bei. Was natürlich das Sword of Steel and Sinnen ziemlich schlecht macht. Hm. Aber naja, gut. Was, man kann ja nicht alles haben. Man muss auch mal mit sowas hinleben. Das Sword of Steel and Sinnen ist halt wirklich tatsächlich für das für so Artefakt und Planeswalker Heavy. Ja, das ist so das Hass-Deck, Hass-Equipment für Moonstomp. Oh ja, auch ja. Schutz vor Rot macht Artefakte kaputt und Planeswalker. Woraus besteht das monorote Artefakt-Planeswalker-Deck? Oh, warte. Ja, genau das. Ja. Ja, ansonsten. Oh. Aber, was man hier auch sehen konnte, man kann wieder schöne Basics spielen. Ja, man kann wieder schöne Basics spielen. Weißrandige Dudes. Fand ich jetzt ganz witzig, dass das wirklich die Edafiole geflippt war aus Versehen. War sie? Ja. Ich hab's gerade gar nicht gesehen. Ich glaube, beim Spiel hat sie auch nicht gesehen. Ja, aber das. Hier nimmt man das, weil man immer noch das Sports offen haben will, das ist schon gut. Ja, kann man machen. Ne? Von den Basics her, ich glaube, UR Delver hatte ja auch nie dieses Snow-Problem. Und nee, Texas macht das ja nur manchmal mit dem. UR Delver hatte das Predict-Problem eh nicht, weil du spielst ja nur maximal 4 Basics in den Pros-Listen. Was du halt haben kannst, ist, dass du halt für die ersten paar Runden vielleicht aussahst wie ein Snowco oder so, weil du Brainstorm Ponder spielst, eine Insel. Das machte schon Sinn tatsächlich. Es gab halt keinen Grund, nicht Snow zu spielen. Mittlerweile gibt es ja sogar Snow-Hate-Karten, musste ich jetzt neulich feststellen. Echt? Ja, alle Snowlands kommen getappt ins Spiel, fand ich nicht so witzig. Ah. Weil ich ja immer noch oftmals mit Snow-Basics spiele, einfach weil die sind da drin, warum soll ich sie ändern? Weil sie hässlich sind. Aber das ist was anderes. Ja, das ist wieder was anderes. Also Days Force of Negation wurde hier beim Brainstorm behalten. Das ist natürlich interessant. Ja, wegen dem Force of Vitor. Oder Vigur, Vitor. Vitor. Ja, das Problem ist, Force of Vitor geht nur im Gegnerzug und Force of Negation geht nur im Gegnerzug. Außer man Hardcast ist für 3. Was natürlich oder man will einfach den den Protection haben den für den Pyro. Protection. Ich denke auch tatsächlich. Das ist das schwarz-weiße Horizon Land. Auch ganz witzig, man spielt ja mit Absicht das Schwarz-Weiße. Für Surgical, weil man damit halt einfach mal nur ein Damage bekommt. Anstatt 2. Ohawk. Gaga. Da kommt ein Gaga. Da kommt eine Menge Gagas. Ja, 3 oder 4, ne? Mhm. End of Turn fetchen wir mal auf dem Basic. Ja, es kommt drauf an, ob man das, was man Brainstorm oben drauf haben möchte, das ziehen möchte oder nicht.
Wenn ein Land oben drauf liegt, würde ich es wahrscheinlich sogar ziehen wollen. Ja, weil da waren jetzt keine Länder bei Ostland. Da war ein Wasteland. Ja, ist halt die Frage, ob man das Wasteland dann ziehen wollte. Weil eine farbige Quelle wäre besser. Man könnte halt hier jetzt auf den Duel gehen oder auf den Mountain, könnte das die Weißquelle Wastelanden und könnte dann den Pyro spielen und hatte immer noch Days Backup, bzw. auch Force of Negation Backup für den Pyro. Ich glaube, das ist ganz gut, was hier gerade passiert. Ist halt die Frage, wie es jetzt gesequenced wird. Oder man hat sogar noch eine Rotquelle auf der Hand, dann kann man einfach den... Ich glaube, es war kein Land mehr auf der Hand. Doch, da ist noch ein Fetchland. Da ist noch ein Fetchland, ganz links. Stimmt. Das sind halt zwei Pyros auf der Hand, wenn die jetzt connecten, ist halt echt schon ekelhaft. Hier geht man auch auf ein 19 Leben. Ich glaube, da wird auch gerade ein bisschen gerechnet. Ist halt ein interessanter Spot, weil man kann eben jetzt hier ganz viele Wege gehen. Ja, Wege, die man da, wie ich als Spieler, dann auch gar nicht gesehen hat, tatsächlich. Das ist halt immer, wenn man zuguckt, ist man immer schlauer als die Spieler. Immer. Ja, tatsächlich. Hat er auch hier hätte ich wahrscheinlich nicht, genau, hätte ich erst gefetcht, einfach aus dem Grund heraus, dass eben jetzt das Sword drauf kommen kann. Klar, da kann man jetzt dazen. Aber... Da mal wieder Schleichwerbung. Ja, die ganze Zeit schon. Es gibt nämlich auch eine wunderschöne Matte von Tokens bei MTG. Stimmt, die spielt ja der Steffen. Die sieht man beim Steffen. Genau, und... Ja, das andere sind wunderschöne Goblin-Tokens. Verstehe noch nicht ganz, warum es Goblin-Tokens sind. Ich glaube, du hast gerade auch realisiert, dass die falschen sind. 1-1. Ja. Das sind auch Token von MTG. Auch Tokens von MTG. Gibt es ja ganz viele verschiedene Versionen, ganz viele verschiedene. Ich finde die Elementare, finde ich, also die 1-1er finde ich schon echt schön. Obwohl die relativ alt sind, tatsächlich. Ja, das sind eine von den ersten Token. Ja, eine von den ersten Token, meine ich auch. Das sind auch, glaube ich, auch noch die. Erdbeben. Alles flackert am Licht auch schon. Uch. What the fuck? Woher kommt das denn jetzt? Ich weiß es nicht. Da irgendwer also irgendwie voll gegen die Lampe gerannt. Da ist irgendwer gegen gerannt, tatsächlich. Egal. Ja, da kommt der zweite mit dem Ding. Ja, da wird ein Force of Virtue gespielt. Ja, kann man halt jetzt nicht so viel gegen machen. Ne? Nee. Ist die Frage aktuell. Ein zweites ist halt ärgerlich, weil dann die Bowls gar nichts mehr machen. Ja doch, sie machen immer noch 3 Damage. Das mit zwei. Ja, aber das zweite ändert nicht viel tatsächlich. Die Stoneforge ist dann safe. Ja, ja, und die Giver of Runes, klar. Ja. Aber es geht. Ich glaube, da gibt es Schlimmeres, was passieren könnte. Da ist auf jeden Fall noch ein Force auf der Hand tatsächlich. Ja, jetzt ist einmal die Frage, was man macht. Aber ich würde ja wahrscheinlich genau mit den beiden gehen und dann in den Hawk. Kaka. Da man sich schon alle rausgesucht hat, kommt dann nichts mehr. Dann würde man den Zug abgeben. Jawohl. Oh, Brainstorm. Guter Draw. Richtig guter Draw. Und war auch sehr wichtig, weil ansonsten hätte man jetzt tatsächlich nicht viel was machen können, um die Pyros weiterzubauen. Es ist halt die Frage, spielt man den zweiten Pyro und Wastelandet? Spielt man den... man muss das Blaue legen auf jeden Fall, damit der... Oh. Ja, okay, oder? Ne, man könnte hier Pyro spielen und Wasteland, dann würde ich aber jetzt Wasteland, bevor ich hier Pyro spiele. Außer man möchte hier wirklich irgendwas baiten mit dem Force of Negation. Das ist halt jetzt die Frage. Interessantes Sequencing tatsächlich, weil es den Gegner halt in Fehler reinlockt, um mehr Tokens zu generieren. Dann Wasteland, ja, den Port wollte ich gerade sagen, weil wenn der Port jetzt nächste Runde kommt, ist man so abgeschnitten, dass es sehr eklig ist. Und ja, End of Turn kommt dann halt leider Gottes die Stormforge. Storm in die Forge in die Mystica ist eine gute Karte. Und ja, da wahrscheinlich eine Jette oder Fire and Ice. Welches würdest du nehmen? Jette. Ah, man hat den, sie räumt halt beide von den... Man hat ja den Rotate schon auf der Hand. Ja, ah, stimmt, das kommt ja noch dazu. Auf jeden Fall. Interessant ist halt hier, dass es jetzt immer noch ewig dauert, bis die irgendwie connected, die Jette. Ja. Weil jetzt im Endeffekt, das bleibt auf 2, man enttappt, man zieht eine Karte und vielleicht greift man mit dem Hawk an, aber 80-90% der Fälle sagt man einfach Go hier, denke ich. Ja, kannst du halt eigentlich nichts anderes erlauben, ne? Ist kein Land, wenn ich es richtig sehe. Ist halt jetzt echt
ekelhaft für den Ur-Delva-Spieler, weil das kann jetzt echt widerlich werden. Mhm. Mit der Jette. Dafür hat man halt im Sideboard genug Null Rod und Abrades. Ja, ja, klar, Sideboard. Ich mach nochmal ein Damage. Man legt die Jette jetzt. Jetzt schon rein, das ist interessant. Aha. Das hätte man. Man hätte auch auf jeden Fall warten können, allein weil die Stormforge auch blocken hätte können. Ja. Interessant. Ich denke, glaube ich, nicht so schlau wie Block und dann Tap machen können. Vor allem, weil die Stormforge ja 2 vorne ist. Ja, genau. 2-3 ist halt schon eine mächtige Zahl. Auch Fetchland mit Brainstorm ist natürlich gut. Hast du eine Menge Token? Das sind 4 an der Zahl. Ja, Lebenspunkte haben sich ja noch nicht so viel verändert. Ne, sind beide irgendwie auf 18. Ich glaube, ich habe jetzt auch noch nichts gesehen, was irgendwie vergessen wurde. Stays. Dementsprechend. Forked Bolt. Force. Alles nicht so geil. Er kann mit Forked Bolt halt den Gaga vom Himmel holen und durch. Man rennt dann halt trotzdem in den Gaga rein, weil er die Etherfiole tappt und einen neuen Squadron Hawk, den wir als Gaga abzeichnen, halt einfach reinspielt. Man kann halt jetzt einfach Länder oben drauf legen. Ich würde wahrscheinlich aber das Force of Negation wegpacken. Ich finde das mega bad. Ja, stimmt. Jetzt in der Situation ist es schlecht, weil es nicht zündet in der Runde. Mhm. Man hat das Fetchland für blau zu fetchen. Und legt man halt das blaue Land weg, ja. Ja, dann kann man es im Zweifelsfall einfach wiederholen. Ja. So. Und dann wird halt einfach mal alles querlegen, ne? Also, ja, stimmt. Erst den Forkbolt holen, ja, genau. 2 Damage auf den Gaga. Hier könnte man jetzt natürlich das Force of spielen. Ja, dann frisst man aber einen Daze. Also man kann davon ausgehen, dass man einen Daze frisst bei der. Mm. Das ist jetzt natürlich schwierig. Das tut weh. Das tut richtig weh. Vor allem, wenn er den Hawk abwirft, mit dem er eigentlich blocken möchte. Ja. Und ich weiß nicht, ob er jetzt noch was auf der Hand hat, was 2 Mana kostet. Ich kann die untere Karte nicht erkennen. Die obere ist auf jeden Fall das Sword of Steel and Sinnen. Ja, und jetzt hat der Ur-Delva-Spieler halt nächste Runde immer noch 6 Power auf dem Board und greift jetzt für 6 an. Das tut halt richtig weh. Mhm. Richtig weh. Ja, ich denke auch, man hätte einfach den abschießen lassen sollen, hätte dann den Hawk reinlegen sollen, mit dem dann zumindest mal 1 wegblocken, dann enttappen, Stormforge ausrüsten und bieten gehen. Mhm. So ist man halt eiskalt in Days reingelaufen. Talia ist auch nicht schlecht. Talia ist wirklich nicht schlecht. Generell ist Talia gegen Delva nicht schlecht. Ja, ja, ja. Delva versucht ja sehr mana-effizient zu sein und Talia sagt halt, du bist nicht mehr mana-effizient. Ja, außer du spielst nur noch Kreaturen, was der Deck ja nicht unbedingt gern macht. Nee, Kreaturen sind nicht so mana-effizient, habe ich so sagen lassen. Ja, nicht immer. Ja, ansonsten ist es halt jetzt noch nichts verloren. Ist auf jeden Fall noch machbar. Ja, ist halt jetzt. Ich würde halt jetzt echt equippen, würde schwingen gehen. Man nimmt 2 Tokens mit, nimmt 2 von den Dingen mit. Also mindestens mal equippen hätte man hier müssen, meiner Meinung nach. Ja. Auf der Hand war sonst nichts mehr. Ist das Sword of Steel and Sinew. Man könnte halt jetzt mit Block Tab das Sword reinbringen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Weil das Steel and Sinew tut halt aktuell nicht viel. Es zerstört halt einen Planeswalker oder einen Artefakt. Und Ur-Delva ist weder für Planeswalker noch für Artefakte bekannt. Hier wird, glaube ich, das Narset im Sideboard. Okay, immerhin. Ich glaube, hier wird das Schutz vor Rot sehr, sehr hoch gehandelt. Ja, vielleicht sogar zu hoch. Oh. Boah, das ist gut. Upkeep, Talia. Ja, die stirbt halt jetzt einfach, ne? Ja. Zum Bolt. Ja, passiert. Und da hätte man jetzt halt einfach beide Pyros schon weggehabt. Spielt ein Land. Na, jetzt 2 Pyros zu kassieren, das tut halt richtig weh. Das ist ein Brimas auf der Hand, okay. Und jetzt ist halt die Frage, du kannst einen Pyro tot blocken. Du musst vorher bolten. Ich würde auch, wenn dann die Talia bolten. Bin es gerade am Durchrechnen. Geht mal einfach nur rein.
Heißt, 6 Schaden kriegt man auf jeden Fall. Ja, weil man den Equip abwarten will. Hm, denke auch. So, und jetzt ist nächste Runde Safe Im. Auf jeden Fall. Es sei denn, man bringt jetzt hier im Handy jetzt die End of Time, dass es dir anbringen kann. Hm, wird auch nicht gemacht. Auf 3 ist immer noch der Primas, was ganz nett ist. Auf 3 ist der Primas, der blockt ab. Also so oder so liegen nächste Runde, wenn er jetzt equippt, nur 2 Blocker. Ja. Und das stimmt, das kostet ja auch noch Leben. Ja genau, es kostet Leben. Man hätte letzte Runde, hätte man easy peasy equippen und angreifen können. Das und jetzt kriegt man noch die 2 Tokens. 2 Tokens, das ist um. Das ist um, ja. Jetzt sind genau die 2 Kreaturen, die man hätte blocken können da. Und genau, zu defensiv gespielt tatsächlich. Ja, kann man sich gegen Uerdelva, glaube ich, echt nicht erlauben. Nee, nicht mit Hawks. Also mit normalem Texas sehe ich das schon, dass man da was machen kann. Aber wow. Aber mit Ding sehe ich es nicht wirklich. Erdbeben. Also auf jeden Fall Erdbeben. Ist irgendwie dagegen gestoßen. Ich glaube, da hattest du mal was nachjustiert. Kann das kann sein. Ja. Sideboarding. Null Rod Abrade bei mir. Ja, auf jeden Fall. Days raus. Days raus, weil der Gegner anfängt. Beim Hawk gehen wahrscheinlich ein bisschen mehr Removal rein. Es gehen wahrscheinlich die Basris raus, weil die Basris im... Ja, die sind schlecht. Ne, die sind nicht schlecht, aber in dem Matchup sind die schlecht. Ja, also ich habe eine Brazing Volley kann man noch reinnehmen. Oh ja, stimmt. Wenn man die noch spielt tatsächlich. Die spielt man noch einmal. Die Frage ist halt, ob man sie reinnimmt, weil wenn du auf das Brazing Volley reagierst mit einem Force Off, ist halt doof. Ja, stimmt. Und die Dinger sind hier auch nur Sorcery. Stimmt. Da kann man noch nicht mal auf den Ding hier drauf reagieren. Ja, hier ist ein Mulligan, wenn ich es richtig sehe. Das sieht dann noch aus. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in der Schule. Das sind auf jeden Fall 2 Hawks. Das heißt, einer kommt runter. Ja, ist halt schön. Es ist das safe. Ist so schön. Der Mulligan mit Hawks ist echt angenehm. Es macht echt Spaß damit zu spielen. Wenn man die Hawks auf der Hand hat. Ja, natürlich. Wenn man die Hawks auf der Hand hat. Und... Viola. Wenn die jetzt kommen, das ist schon groß, aber ich sehe auf jeden Fall einen Force, aber es scheint zu kommen. Uff, okay. Ja, ich glaube, da war kein Pitch fürs Force. Das kann gut sein. Doch, da war ein Pitch fürs Force. Da war ein Pitch fürs Force. Aber da wurde anscheinend das Force nicht so hochkarätig. Ist da ein Removal für die Aethervile? Das kann natürlich sein. Der Port ist jetzt halt lästig. Okay, da fällt so, wenn da jetzt was passiert. Das passiert halt auch gar nichts. Hawk, Spellsnare. Spellsnare hier in dem Matchup richtig strong. Ja, alleine, weil man halt zwei. Alles auf 2 trifft, genau. Und dadurch, dass man halt alles mit Mana Kosten 2 kontern kann und das Deck darauf aus ist, alles Mana Kosten von 2 ja. zu haben, das ist schon. Ist in dem Slot, also gegen das Deck auf jeden Fall wesentlich, wesentlich besser als Spell Pierce. War, glaube ich, in dem Deck, in der Liste auch ein 2-1, also ein 1-1-Split, also eins von beiden. Ja, würde Sinn machen. Ja, würde Sinn machen. Ist halt jetzt die Frage. Ja, geht in den Zug, ne? Passiert ja nicht mehr viel. Ja, ist die Frage, ob man hier nicht hätte einfach abwarten können und den Hawk einfach safe über die Interfiole droppen können. Aber ich glaube, das wäre zu langsam wieder gewesen. Ja, glaube ich. Ich glaube, jetzt ist man, dadurch, dass man hinten liegt, in einem zu aggressiven Mindset wieder. Das ist halt die Frage, ob das jetzt gut ist. Mhm. 2 Mana könnte natürlich wahrscheinlich ein Pyro sein. Ja, und ich glaube ein Chandler. Oh ja, ein Magic Chandler. Ist jetzt 1-3, richtig? Der ist jetzt 1-3, genau. Und der wird plus 3, plus 1, wenn man... Genau, der wird ein 4-4er. Bei... Okay. Boah. Ich glaube 3 oder 4. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube 4 Instants oder Sorceries. Ich frage mal gerade in der Regie nach. Hier kommt ein Karakas. Auch sehr cool. Die Erdviole wurde, glaube ich, vergessen hochzudrehen. Oh, bin mir gerade nicht sicher. Ja, hier kommt der Shame-Würfel aufs Deck. Und, ja, es passiert. Passiert im Westen, passiert mir auch andauernd. 4 or more Instants and or Sorcery Cards. Okay. Ja, Upkeep Port. Ja, ist eigentlich safe. Kommt nicht. Kommt nicht? Bloß mal. Will er ein Force Cast? Ja, nee, ich denke tatsächlich, da ist ein, durch das Swords will man hier um Days herum spielen. Das kann natürlich auch sein. Jetzt Fetch. Auf das Fetch des Swords. Das geht nicht.
Das geht halt andersrum? Andersrum, ja. Ich glaube, das wird hier auch nochmal ja, gestatet, dass es andersrum geht. Genau. Ja, ein bisschen, das ist halt manchmal ein bisschen verwirrend, weil ja. Das war nach einer langen, langen Replay-Pause. Oh ja, für, glaube ich, alle von uns. Dementsprechend, ja. Es ist halt die Frage, ob man weiter auf Basic geht, weil dieses Duel hätte man schon gefunden. Ich glaube schon. Also man könnte jetzt zwar aufs Duel gehen wegen dem Port, aber... Ja, ist halt... Kann man machen. Ich glaube halt, dass wenn man zu sehr auf Basics ist, ist man zu konventionell mit UADelva unterwegs, wenn man pur auf Basics geht. Ja, wobei die meisten Listen halt gut fahren, wenn sie nur einen Rot haben und zwei Blau. Hm. Das Problem ist halt, meistens hast du dann das, dieses Problem, eine Kreatur liegen, die meistens, oder bis auf den Delva, glaube ich, in der Liste alle rot sind. Hm. Und Bolton. Ah ja, okay, I see. Da hängst du dann halt da und denkst dir so, uff, ist da ein Sprite Dragon? Ja, Sprite Dragon und ich glaube ein Fetchland. Ich glaube, da war ein Split mit Sprite Dragon und Pyro drin. Hm. Mittlerweile ja eigentlich nur noch Sprite Dragon. Also entweder Sprite Dragon oder Pyro. Sprite Dragon halt mit Cloud of the Dominus. Kann man was anderes als Sprite Dragon spielen? Ja, in den etwas kontrolllastigeren Varianten. Hm. Ja, da hat man Wasteland auf die Hand genommen und ein Ponder. Ja, Wasteland halt einfach für den Port und oder das Caracas. Mhm. Sonst würde ich hier einfach reinschwingen. Kann man machen. Da kann ja eh nur eine Mutti reinkommen. Ja, es könnte eine, ein Giver sein, weil das halt Hawks ist. Ja, aber der Mathematic Chandler ist 3 hinten. Korrekt. Also lässt man, muss man sowieso, ich wollte gerade sagen, also lässt man den Pyromancer zu Hause, aber den muss man eh zu Hause lassen. Ist halt die Frage, ob man den Chandler jetzt einfach liegen lässt, um den zu tappen, um eine Karte zu ziehen, eine Karte abzuwerfen. Je nachdem, was oben drauf liegt. Mhm. Wenn man jetzt natürlich irgendwas zum Countern oben drauf hat, dann kann man auch einfach lassen. Oder man greift halt einfach an. Okay. So. Nice. Pink für einen. Ja. Da ist das Force. Uff. Keine Handkarte mehr. Keine Handkarte mehr. Uff. Ja, dann hätte man auf jeden Fall, wenn der Hawk die einzige Agro-Karte der Hand war, dann muss man die auf jeden Fall halten. Außer man zieht jetzt halt das Cooles nach. Das ist jetzt halt die Frage. Topdeck ist jetzt halt wichtig. Ne? Ist halt jetzt bei beiden wichtig. Das ist die Sache. Ja, wobei der UADelva-Spieler halt hier jetzt sehr weit vorne ist im Vergleich. Und hier jetzt auch einfach mit 3 Damage jede Runde zum Sieg fahren kann. Ja. Also das geht eigentlich ganz gut klar. Ja, und ein Counter auf der Hand wäre halt jetzt hier schöner gewesen. Ja, Upkeep Port. Ja, man hat nur Ponder auf der Hand. Da passiert eh nicht viel. Jetzt hat man den Sprite Dragon. Ja, den kann man safe droppen oder man wartet halt eine Runde und pondert erst. Ich würde den hier wahrscheinlich schon droppen, würde das Port Wastelanden und nächste Runde einfach mit Ponder into machen. Ja, du kannst dir jetzt mit Ponder aber auch was suchen, um deinen Magmatic Chandler zu beschützen. Und der ist jetzt, wenn du das Ponder spielst, 4-4. Stimmt, dann ist der 4-4. Das macht auf jeden Fall einen großen Unterschied vom Damage her. Ja, da macht es schon einen Riesenunterschied. Das sind die wunderschönen Ponder. Ja, die sind so schön. Da ist Nullrod natürlich auch so. Nullrod, ah. Der wäre so gut gewesen. Plus das Wasteland, was halt auch ziemlich gut ist. Also Nullrod kann man ja sogar noch spielen, wenn man ihn hier zieht und kann danach theoretisch das Wasteland an zweiter Stelle spielen und kann dann Wasteland machen nächste Runde. Stimmt. Ich wollte gerade überlegen, man hat ja aber keinen Landdrop gehabt, deswegen kann man Nullrod. Genau. Nullrod, klatsch, wird aufs Board geslammt. Einfach mal so mit dem Würfel in Ecke in eine wie viel Euro-Karte, 40-Euro-Karte gehauen. Teurer. Ja, da liegen jetzt auch die Würfel drauf, um zu zeigen, da der 4-4 ist. Genau. Und damit sind es 6 Damage. Interessant finde ich, wenn ich es richtig gesehen habe, ist das Days oben drauf statt dem Wasteland. Und ich hätte jetzt fest damit gerechnet, dass man nächste Runde einfach Wasteland macht. Ja, ist halt die Frage. Days beschützt halt. Aber da sind halt noch zwei Länder. Das ist ein Swords, wenn ich richtig sehe. Oder ist ein Ballista? Das ist ein Ballista.
Ja, die nutzt halt jetzt nicht so viel als 1-1er Blocker. 2-2. 2-2, stimmt. Mhm. Aber mit irgendwas runternehmen ist halt immer noch nichts, ne? Ja doch. Kann ja eine Marke runternehmen. Nein. Klar. Ah ne, stimmt, kann man nicht. Nein, Rod. Nein. Das ist ein Artefakt. Das ist jetzt einfach ein 2-2er Beatstick. Das landet habt auch. Dann Wasteland, man hier glaube ich das Caracas, würde ich Wasteland tatsächlich. Ja, um weniger Weiß zu geben. Genau, nächste Runde weiß man ja, man zieht Wasteland. Dadurch nimmt man noch mehr Länder weg. Dann jetzt Sprite Dragon für ins Gesicht. Ja, Sprite Dragon ins Gesicht und Daze als Backup. Ja. Klingt für mich so. Dann nimmt man hier einfach alles. Ne, du machst nur einen Schaden mehr und sogar kannst du noch einen Blocker liegen. Das stimmt. Okay. Da würde ich den Schaden nicht so hoch valuen. Ja, ist halt die Frage, was da jetzt noch an Top-Deck kommen kann. Ja. Beim Moradelva-Spieler wissen wir, nächste Runde kommt einfach nur ein Wasteland. Ja, das aber auch schon wieder viel machen kann. Ne? Wenn jetzt diese Runde nichts passiert, ja, ist das auch schon ganz schnell im. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man jetzt halt nur noch auf 2 Mana hängt und das Deck doch hin und wieder mal 3 Mana, das sieht aber nach einem Land aus. Mhm. Der Nullrod nicht leer gewährt, das mit dem mit der Walking Ballista halt so gut. Ja. Was macht die Stepp? Das Iganyo Castle verhindert 2 Schadenspunkte von einer legendären Kreatur, die hinzugefügt werden. Super mächtig in diesem Matchup eigentlich, wenn man genug Legendaries hat. Ja, also Talia ist safe damit. Talia ist relativ safe damit, weil man sie auch einfach auf 4 hinten praktisch pumpt. Ja. Ein Brimas geht auf 6 hinten hoch, wenn man jetzt ganz normale Stats nimmt. Den macht man gar, da macht man gar nichts mehr gegen. Ne, das ist schon ziemlich gut. Das ist schon echt gut. Ja, denselben Beat nochmal. Das ist halt jetzt die Frage, jetzt macht es halt keinen Unterschied, ob man den einen noch mitnimmt, weil man kriegt, der kriegt 5 Schaden, 8 Damage, dann ist er auf 3. Das war auf jeden Fall ein Sword. Sword ist hier ziemlich gut. Ja. Hardcastet man Daze trotzdem? Ja. Und hier wurde kurz gedacht, man kann... Ja, das Problem ist, du bist so oder so tot. Der Sprite Dragon geht auf 2-2. Stimmt, auf 2-2. Du hast 2-1-1. Ja, stimmt. Du bist tot. Krass. Ja, coole Runden tatsächlich. Sehr, sehr coole Runden. 2-0 hier für Uerdelva. Ja, unexpected. Unexpected auf jeden Fall. Auf der anderen Seite auch sehr, sehr cool zu sehen. Ja, ist halt die Frage, die aktuellen Listen sehen halt ein bisschen anders aus. Die Liste hat auch gut performt. Ja, ich denke, das ist auch viel auf beiden Seiten noch schiefgelaufen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Naja, wir wussten nicht, wie man Magic spielt. Ja. Gut, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.